So, dann geht's ja auch weiter. Fangen wir mal an hier mit der Setlist von der Callejon Wintertour 2015 in Düsseldorf war das. Ich weiß leider jetzt nicht genau, welche von diesen zwei Setlisten genau die Setlist war, wo ich das Konzert besucht habe. Das weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Liederauswahl, dass sie Meine Liebe zum Beispiel live gespielt haben damals, ist ja jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, hat mich sehr überrascht. Und auch, dass sie zum Beispiel Polar und Neonblut gespielt haben, von dem Rest hätte man es ja erwartet. Born from Space 1 und 2, Schule Mädchen ist ja ein richtiger Hit. Kind im Nebel akustisch hat mich auch sehr überzeugt. Das zeigt einfach nochmal, was für ein guter Sänger der Basti ist. Lass mich gehen, Klassiker. Snake Mountain auch, Schrei nach Liebe. Und ja, ansonsten nur Lieder vom neuen Album. Ne? 1000 PS ist auch als erstes Lied richtig krasser Einsteiger. Voll gut. Wollte ich euch einfach nochmal gezeigt haben. Es gibt einen Unterschied in den beiden, aber ist egal. Auf jeden Fall, dann habe ich hier noch die Callejon Live in Köln DVD und CD, was auch einfach grandios gut ist. Ist eines der wenigen Male, dass ich wirklich eine DVD von Anfang bis zum Ende plus allen Extras alleine voll konzentriert angeguckt habe, ohne irgendwie noch im Internet was zu machen oder Handy oder sonst was. Ist eigentlich traurig, dass ich bei dieses Konzert hätte dabei sein können, aber im Endeffekt doch nicht gegangen bin. Das ist ein wenig schade. Eben weil es auf DVD kam. Aber allein schon die Handy-Dokus von den ganzen Leuten sind es schon wert. Plus dann nochmal das Konzert. Das ist ein sehr gut gemachtes Live-Album. Ja, das ziehe ich mir echt regelmäßig rein, also ein paar Mal die Woche, das ist einfach voll krass. Und ich habe halt hier die Sonderedition mit Skateboard. Kann man das überhaupt sehen? So, Callejon und dann hier das Blitzkreuz-Ding. Und dann steht hier noch keine Zukunft ohne Kampf. Ich kann nicht Skateboard fahren, aber ich fand es einfach zu cool, um es nicht zu kaufen. Und das gehört dann, wie gesagt, eben dazu. Plus, glaube ich, noch ein Poster und noch etliches anderes. Also auf jeden Fall richtig krass, richtig cool. Und ja, eins der besten Live-Alben überhaupt. Zusammen mit dem Lucifer Over Anthem oder Athens von Rotting Christ, das Live-Album. Auch richtig gut. So, dann kommen wir hier zu den bösen Onkels, 35 Jahre Symphonien und Sonaten, wo sie ihre Lieder durch das Bratislava Symphonieorchester neu interpretieren haben lassen. Ich finde es richtig gut, weil ich ja selber mal, also weil ich ja 3 Jahre lang in Orchester gespielt habe, ich bin damit auch auf Tour gewesen und alles. Also ich weiß, wie das ist, so als im Orchester zu sein und mag Orchestermusik eigentlich auch sehr gerne, egal was es ist. Und dann, ich mag die Onkels ja auch und ich fand es deswegen sehr interessant, mal ihre Lieder als reine Orchesterversion zu hören. Dann gibt es wieder viele, die sagen Kommerz und das stimmt auch. Ne? Aber trotzdem ist es interessant und ja, auf jeden Fall fand ich auch sehr cool, dass die hier auch wieder interessante Lieder hatten. Hier zum Beispiel hier Freddy Krüger als Orchesterversion ist sehr interessant. Nekrophil auch. Und ja, ansonsten Mach für den, der sie nicht will, finde ich auch sehr nice. Also das ist natürlich alles cool, ne? Aber das sind so meine Highlights. Und ja, schade, dass ich nicht bei dem Konzert in Essen, wo das Orchester performt hat, dass ich nicht dabei sein konnte. Habe ich zu spät rausgekriegt. Auf jeden Fall auch hier sehr nice. Ein sehr schönes Gefühl, wenn man die CD anfasst hier. Da steht so ein bisschen hervor, wenn man es sehen kann. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch sehr krass, sehr gut. Onkels, ja, man mag sie oder man mag sie nicht. Die ganze Rechts- oder Nazi-Diskussion
kann man einfach in die Tonne kloppen. Das ist scheißegal, was sie sind oder was sie eben nicht sind. Es geht um die Musik und die Texte. Und wer immer noch über den netten Mann rumjammert, der hat es einfach nicht verstanden und kann sich verpissen einfach. So. Gut, also Onkelz auf jeden Fall auch cool. Dann habe ich hier von Selvans die Clangors Plenilunio. Ich habe keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. Das steht auf Avantgarde-Musik. Ich habe das auch nicht gekauft. Ich habe das plötzlich einfach hier gehabt. Ich habe das, glaube ich, geschenkt gekriegt bekommen. Man sieht hier, das ist hier irgendwie was Spirituelles, ne? Ja, ich habe das, glaube ich, mal geschenkt gekriegt bei irgendwas. Aber da steht schon Scream Vocals, also es wird vielleicht doch, ja, es ist doch was Metal-mäßiges, irgendwie was Volksmusik-mäßiges, weil man sieht auch Traditional Instruments und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe es auf jeden Fall und hätte ich es nicht gemocht, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gezeigt, weil ich zeige ja nur das, was ich mag. Muss mir da also vor ein Jahr irgendwie was bei gedacht haben. Und dann kommen wir zu das hier, wovon ich wirklich gar keine Ahnung habe, was es ist. Ich kann es auch nicht aussprechen, wenn ihr mir mal guckt. Die Levepectocalia. Das wird wahrscheinlich genau sowas sein. Ach, das ist auch von Selvans. Ah, das erklärt natürlich viel. Oder kenne ich die doch? Ich glaube, ich kenne die doch. Jetzt so langsam fällt es mir wieder ein. Ich weiß nicht wovon, aber irgendwie kenne ich das doch. Aber auf jeden Fall wird auch so Folk, Metal, Pagan sein, denke ich einfach mal. Und dann kommen wir jetzt hier zum letzten Ding. Und ihr werdet wieder lachen und rummaulen von aber ja, ich habe die Deluxe Box von Helene Fischers Weihnachtsalbum. Und jetzt heulen wieder alle rum, du magst Helene Fischer. Ja, die ist ja gar nicht mal so schlecht. Die Musik ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber es gibt halt so viel Besseres, ne? Ich meine, ich würde viel lieber Thea hören. Also die das, war das das Open Flair Festival präsentiert? Die hat auf jeden Fall eine EP, die heißt Mach die Welt bunt. Ist halt auch so Schlager-Pop. Finde ich zum Beispiel viel besser als Helene Fischer. Aber Weihnachtsalbum und ja, das halt mit dem, war das das London Symphonic Orchestra in Abbey Road hat sie das aufgenommen. Und man kann ja sagen, was man will. Sie hat eine gute Stimme. Sie kann auch singen. Mich regt halt einfach nur auf, dass sie das immer alles zu forciert und alles. Und hier gibt es dann halt eben so ein paar Karten. Ist auch zum Glück überhaupt nicht bearbeitet oder gefotoshoppt und so, ne? Aber fand ich jetzt eigentlich alles gar nicht so interessant, die ganzen Karten. Ich fand es eigentlich viel interessanter. Das, also hier ist noch da mal eine DVD, Royal Philharmonic Orchestra, das war's. Eine Weihnachts-DVD, halt hier mit so ein paar Liedern fand ich eigentlich auch nicht so interessant. Dann gibt's hier das Doppelalbum, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Können wir ja mal schauen. Oh, ist das nicht süß? Oder kitschig? Auf jeden Fall, da war auch eine Dingens dabei, wie heißt es? Eine DVD Stunde Doku, wie sie in Abbey Road aufgenommen hat. Und das fand ich dann interessant. Und aber erstmal zurück zum Album eigentlich. Das Album an sich ist gar nicht schlecht. Es ist mir halt manchmal ein bisschen zu langsam und zu forciert, so wie immer. Aber es ist eigentlich ein solide Weihnachtsalbum. Also ist jetzt nicht... man kann nicht so viel Schlechtes darüber sagen. Es ist... Oh Mann, ja, wie erklärt man das? Es ist eigentlich ein gutes Weihnachtsalbum geworden. Es ist halt Helene Fischer, also wo Helene Fischer draufsteht, ist auch Helene Fischer drin. Kann man
davon halten, was man will, aber das Weihnachtsalbum ist wirklich nicht schlecht. Das kann man sich vielleicht ja öfter mal reinziehen. An Weihnachten oder auch nicht an Weihnachten. Aber es ist halt ein wenig langsam. Und ich meine, ich habe ja auch das Toten Hosen Weihnachtsalbum. Das ist ein wenig schneller. Und so hat man halt Abwechslung. Und ja, ich finde es wirklich alles nicht verkehrt. Das ist ein solides Album. Es gibt halt hier auch noch zwei Weihnachtskugeln mit Helene Fischer drauf. Also das ist für mein Gefühl. Also ich persönlich würde das jetzt eher als Herzschlag identifizieren als als Unterschrift, aber gut. Jedem das seine. Und dann hier auch nochmal frohe Weihnachten, Helene Fischer und bla. Da gibt es auch wieder die, die sagen Kommerz, Kommerz. Ja. Stimmt auch alles, aber auf jeden Fall ein solides Album von einer Frau, die eigentlich viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt für das, was sie kann. Ja, man sieht halt, dass es funktioniert, ne? Weil die Leute, darunter auch ich, kaufen es. Aber keine Angst, ich werde mir jetzt nicht irgendwie ein normales Helene Fischer-Album kaufen, weil ich bin ja nicht blöd. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein solides Album. Und vor allem die Box hier, das ist viel größer als so eine normale Box, die man da oben sehen kann. Ja, ist wirklich nicht verkehrt. Also wirklich ein gutes Weihnachtsalbum. Ja, das war's für heute. Tschüss und so.